Guten Morgen, wir sind hier, ich sag guten Morgen, weil das Video am Morgen 5.30 Uhr zu sehen wird. Also nicht morgen, sondern an irgendeinem Morgen in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Deswegen guten Morgen. Ich sitze hier zusammen mit dem Sven Rohag. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von seinem Buch Die Rohkostrevolution. Das liegt auch hier, kannst du mal die Kamera zeigen, ich habe keine Hand frei. Die Rohkostrevolution. Und ja, der Sven, der ist heute einfach mal zum Rohkost-Potluck vorbeigekommen und viele kannten ihn, ich kannte dich persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, viele waren begeistert und jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie kamst du darauf, zum Rohkost-Potluck zu kommen? Bei Matthias hat es mir zugeschickt. Ja, also einfach durch einen Freund, der hier schon mal war oder kommt, oder? Ja, der jetzt mit hier war. Ah, okay. Und die Rohkost ist natürlich dein Ding. Ne? Das ist ja, du bist scheinbar Rohkost durch und durch. Ich habe mir jetzt kurz ein Buch reingelesen. Du hast ja alle Themen von Arnold Ehret, Fasten, bis also die grundsätzlichen Zusammenhänge unserer Physis. Das hast du ja alles bei dir in dem Buch da beschrieben. Ja, also ich meine, wie bist du überhaupt zur Rohkost damals gekommen? Also was war der Ausschlag? Warum? Was war die Idee? Irgendwann musst du doch mal gesagt haben, ich esse kein Fleisch mehr. Erstmal. Und dann, ich esse keine gekochte Nahrung mehr. Was war der Beginn? Es hat mich schon immer interessiert. Irgendwie. Ja. Schon Ernährung hat mich lange interessiert. Mhm. Schon im Kindesalter? Ja. Oh, krass. So mit 7 hat mich das interessiert. Mhm. Wildkräuter gesammelt und so. Mhm. Und ja, dann... Warst du irgendwie krank oder so? Oder war das rein Interesse? Ich hatte auch... Prinzip durch diese sogenannte Gesunderernährung krank geworden. Ja, okay. Mit den Hautekzemen und dann habe ich, als ich dann 19 war, ich glaube 19 Jahre, habe ich dann angefangen Ernährungsbücher zu lesen. Mhm. Und dann bin ich auf die Rohkost gekommen und dann habe ich es gemacht. Ja, dann einfach umgestiegen. Ja. Und die Rohkost, muss man immer fragen, weil die Rohkost, viele sehen die Rohkost lediglich vegan, viele sagen, nee, auch tierische Produkte. Wie interpretierst du die Rohkost? Ich selber mache es relativ wild oder versuche es so wild wie möglich zu machen. Jetzt esse ich zum Beispiel kein Gemüse. Mhm. Und da sind tierische Produkte bei mir mit dabei. Mhm. Also du bist dann einfach, das Roh ist für dich das Entscheidende und nicht das Roh-Vegan, sondern wirklich die Rohkost, unverarbeitet und puristisch halt quasi. Genau, wie die Eskimos oder Indianer. Ja, auch. Okay. Und du bist jetzt schon über 40, glaube ich? Jetzt, genau. 45. 45. Und das heißt, du bist jetzt, sagen wir mal quasi, wie lange würdest du dich jetzt sozusagen als Rohköstler bezeichnen? Wie viele Jahre sind das jetzt? Also, dass du wirklich da den Hauptfokus auf der Rohkost hast? Jetzt sind es fast 25 Jahre. 25 Jahre, ja. Das ist eine massive Zeit. Gesundheitlich, wenn du dich vergleichst mit anderen Menschen in deinem Alter, merkst du da Unterschiede oder wie zufrieden bist du mit der Rohkost jetzt nach so langer Zeit? Ja, es ist schon, man hat da, ja, körperlich ist es super. Hm. Da, wenn ich manche im selben Alter sehe, oder vielleicht auch, ja, denkt man, ja, okay. Nee, es ist, hat sich eigentlich auch vom Fühlen her hat sich da nichts geändert. Ja. Also das ist ja. Du bist doch voll überzeugt und die Rohkost ist die einzig wahre Ernährung für dich. Du hast da, wie sieht es mal aus, wenn du jetzt, hast du noch Lust auf andere Sachen und sagst, nein, gesundheitlich deswegen nicht, sondern für dich ist einfach Rohkost, es gibt nichts anderes. Das ist, ich habe da gar keine Lust drauf. Es ist im Prinzip. Nee, ich fühle mich so gut, da gibt es kaum, es existiert eigentlich gar nicht. Das ist wie, als wenn ich so Medikamente esse oder so, ja, ja. Würde. Ja, das ist überhaupt nicht in deinem Möglichkeitenspielraum, dass du da irgendwie jetzt mal einen Bräuler isst oder sowas. Nee, das ist nur unangenehm. Also wenn ich so gebratenes Fleisch gerade gebraten habe. Ist unangenehm? Ja, klar. Oh, okay. Aber das sind ja die Aromastoffe, die da erscheinen oder erschienen uns angenehm. Also mir zum Beispiel ist nach wie vor ein gebratenes Hähnchen erscheint mir als angenehm. Wahrscheinlich nur, weil du es... weil du das praktisch im rohen Zustand, das Hähnchen, nicht kennst. Mhm. Wenn du das wahrscheinlich roh essen würdest, gerade auch Fisch zum Beispiel, kann man, wenn wir, manche legen den in Zitronen, rohen Fisch in Zitronensaft ein. Mhm. Ich denke, dadurch geht das dann verloren, dass man überhaupt Lust auf Fisch hat. So war das auch bei mir. Mhm. Also ich habe das auch am Anfang der Rohkost, habe ich noch erhitztes Fleisch gegessen. Ja.
Und als ich dann das mal roh gegessen habe, ab diesem Tag war es dann für immer vorbei, habe ich das nie wieder gegessen. Weil mir schmeckt das roh viel besser. Das also war, zumindest, Aroma, also ich habe ja seit 2 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, aber wo ich Fleisch gegessen habe, dann das rohe Fleisch, was ich gegessen habe, das war im Endeffekt ja nur dieses Gehackte quasi, Gehackte nennen wir das, oder Mett oder wie das auch mal heißt. Ja, genau. Und da muss ich sagen, also so komplett ohne Gewürze, also ohne Zwiebeln, Senf, Salz und Pfeffer, also ich habe dann immer die Gewürze auch gebraucht. Also das rohe Fleisch hat mir nicht wirklich geschmeckt. Und obwohl ich gerne, es war das, was ich am liebsten gegessen habe, aber eben dann nur gewürzt. Ja, ja. Bei mir ist das andersrum. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mal rohes Fleisch esse, ich schneide es in dünne Scheiben und das auf dem Brett ist irgendwie minimal Salz schon dann eigentlich und ich muss das richtig sauber haben. Also okay. Ich möchte nichts, absolut keine Fremdstoffe dran haben. Ja. Keine Gewürze, kein Salz. Wobei dann ein Brett, ein Holzbrett vielleicht gar nicht so optimal ist aufgrund der ganzen Keime und du hast das Holz ja ein organisches Material. Das macht nichts, aber wenn es gerade einer zuvor benutzt hat und da hat er irgendwas gesalzen oder so, okay. Ich will das ganz klar, diesen Geschmack haben. Okay. Ja, das ist interessant. Und damit sieht man eben auch, die Rohkost ist halt, also auch das Rohkost-Potluck, das sind einfach, das ist eine ganz große und breite Sache, weil viel oft wird immer das Roh-Vegane und ich selber bin halt auch eben dem Roh-Vegan, aber es gibt halt eben auch Menschen, die sehr, sehr positive Erfahrungen mit der reinen Rohkost gemacht haben. Der ethische Aspekt spielt dann natürlich für dich keine Rolle in deiner Ernährung, weil na klar, spielt eine Rolle. Ja? Es ist also diese Massentierhaltung, das ist in keinster Art und Weise vertretbar. Also dieser ethische Aspekt spielt bei mir sogar noch eine große Rolle, das ist so wie diese ganzen Anbaumethoden. Wenn wir heute die ganzen Avocados, die ganzen Bananen, die ganzen Ananas, die dann mit viel in Monokulturen hergestellt werden und viel mit Spritzmittel, Pestiziden, da ist natürlich ethischer Gedanke, aber es ist auf jeden Fall, ich möchte die Tiere natürlich unter freiem Himmel Gras ernährt. Also auch die Hühner möglichst aus eigenen Eiern und so weiter. Also die höchstmögliche Bioqualität da natürlich haben. Ja, das ist klar. Aber ethisch heißt ja auch, dass du so mitfühlst mit den anderen Lebewesen. Und für dich ist dann im Endeffekt das Tier in allererster Linie ja deine Nahrung. Und dass das hochqualitativ sein soll. Aber dass du dann dem Tier dann Gefühle dann unterstellst oder sowas, das ist dann bei dir, du siehst es als natürlichen Kreislauf wahrscheinlich. Ne? Dass du sagst, okay, das ist unsere Natur, dass wir die Tiere essen. Und die Tiere sollen natürlich leben, genau wie wir. Aber irgendwann ist dann halt der Zeitpunkt gekommen, wo sie dann entweder auf deinem Brett liegen. Ungesalzen hoffentlich. Ja, es ist praktisch. Es ist das ethische, es ist praktisch, wenn man das ethische Gesamtkonzept dieser Erde, wie wir leben und so weiter, mal mit sieht, also diese Transportwege, wie vegane Nahrung auch hierher kommt, praktisch, das ist ethisch in höchstem Maße auch unverantwortlich, wenn alle Menschen das machen würden. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Und am Ende, jetzt habe ich jetzt gerade Schweine. Ich liebe Schweine, ich streichle die gerne, ich kraule die auch gerne. Und was dann bei mir in der Ethik dann ist, ich möchte auf jeden Fall, dass der Übergang, wenn das Schwein stirbt, dass es dann, wenn es stirbt, praktisch in einer Sekunde, praktisch noch zuvor, wo ich gefressen hat, würde ich praktisch von einer Sekunde auf anderen praktisch den Übergang. Also dass da kein Leid in dem Prozess entsteht. Absolut. Also überhaupt auch, dass diese Schlachtmethoden, wie da heute überhaupt auch geschlachtet wird, das ist. Ja, was hältst du davon, das Tier sozusagen selbst zu erlegen? Oder weil das, wenn ich so als natürlicher Rohkost mir so überlege, das wäre eigentlich so ein bisschen doch die logische Konsequenz. Ne? Absolut. Also ich fühle, manche würden das nicht nachvollziehen, ich fühle das auf jeden Fall. Also, ein Jagdinstinkt in dir ist? Nee, das ist ein Jagdinstinkt. Wenn ich sehe, wie die Menschen das Tier töten, ich finde das ethisch nicht vertretbar. Und da fühle ich es, ich will das am liebsten selber machen. Ja. Weil ich dem praktisch das Schwein gerade, das kann diese Freude erleben, das kann grauen und genau in diesem Augenblick praktisch, das dann in einer Sekunde zu töten, ohne dass es überhaupt irgendwas fühlt, dass es jetzt sterben wird. Ja. Einige zum Beispiel, die in der Schweiz, die erschießen dann die Kuh auf der Weide noch. Okay. Praktisch, das wurde ich kein Trend, also das stirbt dort. Das realisiert gar nicht alles, was damit zusammenhängt. Das ist sofort wie, wenn jetzt die GSG 9 mal einen Menschen erschießt, weil er durchdreht, praktisch, dass man
genau so praktisch das Tier dann tötet, ohne dass da überhaupt noch, also praktisch das Kleinhorn praktisch sofort ausschaltet und dann ist es vorbei und das war's. Eigentlich auch der Tod, den man sich selber wünschen würde, wenn es denn so, wenn man dann einen Tod wählen müsste, sag ich mal. Ja, auch das ist praktisch überhaupt so, denn der Tod in unserer Gesellschaft wurde so verdrängt. Das ist wohl wahr, da haben wir auf jeden Fall eine gemeinsame Basis. Das ist ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass der Tod verdrängt, gar nicht als Bestandteil des Lebens anerkannt wird. Ja, und ich denke. Auch das braucht uns, sich immer bewusst, für mich jetzt so bewusst zu sein, jeder Tag. Also jeder Tag kann tatsächlich der letzte sein. Wir können heute rausgehen und es ist das Wort. Sich praktisch diese Ende des Lebens praktisch, ich denke auch, das ist vielleicht auch mit einem Aspekt, der da vielleicht manchmal in diesem Leben bei uns fehlt, dass wir ein Problem haben, auch mit dem Tod. Wir können natürlich den Tod von Tieren erachten, aber auch unseren eigenen. Also praktisch gar in Indien ist es für uns unvorstellbar öffentlich, dass da einfach mal eine Leiche verbrannt wird. Aber bei uns ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel Spanferkel öffentlich verbrennen können, aber Menschen nicht. Man unterteilt dann schon. Also von daher, hast du ja vollkommen recht. Ne? Das ist ja eigentlich, könnte man dann auch Menschen nochmal auf dem verbrennen. In Indien machen sie es auch und dadurch ist der Tod uns näher, dass es überhaupt uns bewusst wird. Ja. Achtung, der Tod ist allgegenwärtig. Das Leben, was wir haben, das können wir jede Sekunde verlieren. Ja. Bewusstes Leben dadurch wird ermöglicht. Viel, viel bewusster. Das ist ja auch das. Viele sagen ja also immer so, carpe diem, genieße den Tag. Aber ich hatte auch mal ein Video dazu gemacht, das ist ja so, eigentlich müsste es heißen, also dieses, da gibt es ja dieses Memento Mori, das heißt Gedenke des Todes, es müsste eigentlich heißen, carpe diem, Memento Mori, genieße den Tag im Denken an den Tod. Und nicht nur dieses Einseitige, weil der Tod gehört eben dazu. Und der Tod, wenn man darüber nachdenkt, katalysiert halt auch die Bewusstheit im Leben. Man nimmt die Dinge viel, viel intensiver wahr, man ist viel dankbarer für die Dinge. Man lässt sie nicht also sich vorbeistreifen, sondern man ist präsenter, wenn man das wirklich weiß, diese Vergänglichkeit, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Innerhalb der Diskussion oder der Fragestellung bezüglich Rohkost und Nicht-Rohkost ist das für mich persönlich durchaus eine Sache, also was du sagst, also ich bin ja auch in dem Sinne ethisch Veganer, dass ich keine Tiere für mich leiden sollen, aber ich sage immer, keine Tiere sollen für mich leiden und nicht keine Tiere sollen für mich sterben. Das sage ich zwar nicht, das denke ich zwar, impliziere ich, aber das Entscheidende für mich ist wirklich das Leid. Und von daher kann ich, sage ich mal, das eher annehmen, wenn jemand wie so deine Einstellung hat, dass man sagt, okay, ich esse Tiere, aber Bums, sie sterben und Dings, als jemand, der das System unterstützt mit der Massentierhaltung. Und von daher kann ich nur sagen, es ist nicht uninteressant, deine Einstellung. Und vor allem, ich finde es interessant, dass du diese Einstellung, dass du zu einem veganen Rohkost-Potluck kommst und diese dann halt mit den anderen Leuten teilst, in offenen Diskurs gehst, das ist halt für dich gut. Ne? Das ist auch das Wichtige, dass man halt gegenseitig trotz unterschiedlicher Einstellungen halt darüber redet. Ja, beziehungsweise ich habe ja nichts gegen vegan, ich passe mich da ja an und man muss auch nie jetzt immer töten, um Eier, was weiß ich. Zum Beispiel, ja. Das wobei man sagt ja, also man könnte da auch lange drüber reden, inwieweit da auch in der Industrie Eier und Milchprodukte dazu führt. Ja, ne? Ja, Industrie, also warte, es geht darum, irgendwie überhaupt zu einer Nahrungsproduktion mit Permakultur zurückzukommen, wo wir viel kleinere Kreisläufe haben. Dezentralisieren alles. Das kann praktisch nicht sein, dass wir in Toiletten, dass die selbst unser Kot da verschwindet, ohne dass wir ihn anschließend nutzen. Das ist, wenn wir leben. Ich nicht im Übrigen. Ich tue in meinem Garten das einfach in den Garten wieder rein. Ja, aber wir leben in einem System auch mit unserer Ernährung, die im Prinzip, wenn das die ganze Menschheit machen würde, das ist ja praktisch im höchsten Maße ethisch unverantwortlich überhaupt. Also das ist. Wir fahren Autos, wir leben wir haben Strom, wir haben uns eine Welt kreiert. Wenn das alle Menschen leben würden, jetzt kommen die Flüchtlinge hierher, wenn sie jetzt alle diesen Lebensstandard in dieser Art haben wollten, das ist ja praktisch, was wollen? Das
Das ist ja letztendlich, wir müssen irgendwie völlig neue Konzepte haben, wo wir viel mehr im Einklang mit der Natur arbeiten. Und ist das so ein bisschen so dein Leben, dein Lebensziel, dafür einzustehen und das voranzutreiben? Oder wie tust du das in deinem Leben, diesen Idealismus, den du ja hier an den Tag legst, wie tust du den umsetzen? Also jetzt zum Beispiel, jetzt ist Dezember und ich habe jetzt relativ bis jetzt immer noch Hagebutten gegessen und also ich gehe da immer noch wie so ein Tier manchmal hier so auf Nahrungssuche. Ja, okay. Selbst jetzt noch und das versuche ich dann auch in, also ich selber habe natürlich im Garten und in Tropen versuche ich Bäume anzupflanzen. Okay. Also dieser Gedanke, also der ist auf jeden Fall für mich allgegenwärtig, dass das Leben so, wie wir das zurzeit leben, als moderne Industriemenschen in dieser Art, selbst wenn wir da vegan sind oder Rohköstler, wir brauchen hier andere Konzepte, die viel verantwortlicher insgesamt. Um die Ernährung an sich hinaus, sondern wirklich dieses Ganzheitliche. Ja, das fühlt man dann. Ja. Ich bin so stark verbunden mit der Natur. Ich esse ja teilweise ja wirklich nur das, was ich tatsächlich unmittelbar selber produziere. Das ist tatsächlich Mama. Also selber finde. Ja. Dann, wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, eigene Hühner oder eigene Eier, dann ist es direkt da. Da ist gar kein Transport da. Da fühlt man die Natur so stark. Man isst direkt das, was man unmittelbar aus dem Boden holt. Und dann fühlt man auf jeden Fall. Sind das für mich diese Zivilisationen, jetzt zu Weihnachten mit ihren ganzen Kaufen, das sind für mich keine Errungenschaften. Wenn heute alles kostenlos ist, hier in Leipzig, heute ist freies, alles darf mitgenommen werden. Ich nehme da, das ist für mich kein Ziel, dass wir solche Werte, irgendwelche materiellen Dinge anschaffen, die am Ende auf Kosten dieser Erde, auf Kosten von Lebensraum, auch von Tieren, entsteht, wir brauchen andere Lebenskonzepte. Und wie könntest du als Mensch diese Welt positiv beeinflussen? Oder wie denkst du, dass du das machst? Ich meine, du machst das für dich, du hast das Bewusstsein. Aber wie denkst du, kannst du das sozusagen das in die Welt tragen? Oder ist das überhaupt ein Ziel von dir, das in die Welt zu tragen? Indem man das denkt. Ich denke, erstmal man unterhält sich, aber man ist sich dessen bewusst. Das ist das Erste, dass man sich selber... Also über das Bewusstsein, also auf energetischer Ebene quasi, dass du das über dein eigenes Bewusstsein quasi in die Welt transformierst. Kann man das so ausdrücken? Ja, das im Prinzip als Erstes, man kann ja teilweise, ist ja immer begrenzt, was man überhaupt verändern kann. Aber dass man sich erstmal die Freiheit nimmt, das überhaupt zu denken. Was machen wir in diesem System? Wir bilden Schüler aus in einer Schule, die näher nachfolgende Generation von Lehrern, die letztendlich alle unverantwortlich mit dieser Erde selber umgehen. Okay. Und was sollen dann an Schülern rauskommen? Wie können diese Schüler dann Verantwortung haben? Einfach darüber nachzudenken und dann versuchen, selber durch auch, einfach das, manchmal ist es halt begrenzt, was man machen kann, aber zumindest erstmal zu denken und dann natürlich auch minimale Schritte zu machen, wenn ich an den Hagebuttenstrauch gehe jetzt und davon esse, in dem Augenblick habe ich nichts anderes gekauft. Ich habe dort an diesem Strauch habe ich gegessen. Und so anschließend gehe ich hin, bücke mich nieder und esse mal ein paar Wildkräuter. Ja. In diesem Augenblick ist da keine Landwirtschaftsbetrieb. Irgendwas hat da angefangen. Ein kleiner, es ist ein winziger Schritt, einfach sich das bewusst zu werden. Auch back to the roots, einfach von diesen Errungenschaften einfach Abstand zu nehmen oder genau darüber zu reflektieren, sind das wirklich Errungenschaften? Was wir gelernt haben, dass es Errungenschaften sind. Genau. Und dass man dann einfach wirklich wieder zur Natur zurückfindet. Also Sven, denke, da waren einige Inspirationen jetzt hier dabei und freut mich, dass du auf jeden Fall hier vorbeigekommen bist und wir werden wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen was essen. Ist noch was da? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt ganze Interviews gemacht. Weizengras. Ja, Weizengras. Na, immerhin. Ansonsten nehme ich es mit nach Hause. Ja, und verabschiedet einfach an der Stelle. Lasst uns eure Kommentare da unter dem Video. Wie gesagt, waren viele Themen angesprochen und wir sind gespannt. Verabschieden uns. Tschüssi. Tschüss.